Jo, Gude, ich bin der Olli. Wir sind hier in der Klappe 33 oder davor. Und ich habe heute Fußball 2000 zu Gast. Vielen Dank, Olli, dass du uns trotz Fasching hier reingelassen hast. Bist du eigentlich noch wach, immer noch wach? Ja, noch ein bisschen unfit, aber geschlafen habe ich heute. Ja, ja. Ja, ich hoffe, dass ich mit meinen Gästen heute ein bisschen rausfinden kann, was bei der Eintracht momentan los ist. Wie bewerten wir die ganze Situation? Halli Bogart ist da, die Assis mit Herz sind da. Und ich hoffe wirklich, dass sie ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Ja, wie man das so bewertet, was gerade bei der Eintracht ist. Weil ich bin wie bei der Reaction immer noch ein bisschen ja, ratlos, was die ganze Bewertung dieser Situation betrifft. Ja, und jetzt sind wir in der Klapper und ich habe mir drei Rapper eingeladen, um mal dieses Bochum-Spiel aufzuarbeiten. Harald Burkhardt, Harry Burkhardt, die Assis mit Herz, Daniel und Don, Bene. Freunde der Sonne, was machen wir damit mit diesem Spiel? Schwierig. Immer noch, ja, wie ich es im Podcast letzte Woche auch schon gesagt habe, es ist extrem anstrengend. Ich schlafe schlecht, wenn ich an das Spiel denke. Wir haben die Zusammenfassung gerade nochmal gesehen und so, und da ist jetzt schon wieder auch wieder dieser ganze Film im Kopf. Warum man meines Erachtens keine Spielidee sieht, trotz diesem Kader, und ja, ich versuche mich da reinzuwurschteln, um Antworten zu kriegen. Habt ihr Antworten, ihr beiden? Ja, ich finde es halt erstmal schwierig so. Also von dem Ganzen, was man gerade gesagt hat, so der untere Teil der Tabelle, wo wir uns immer sehr, sehr schwer tun, fand ich jetzt, muss man persönlich sagen, war Bochum noch so der stärkste Gegner von denen. Weil wenn man sich das Ganze mal anschaut, muss man sagen, die haben vorletzte Woche haben sie gegen Stuttgart, glaube ich, gewonnen. Davor haben sie 0-0 gegen Leipzig gespielt. Also man muss das so ein bisschen einordnen. Klar, wir hätten auf jeden Fall klare Struktur zeigen müssen. Auch jetzt im Heimspiel. Ich meine, wir sind im Heimspiel, wir sind vor so einer Kulisse. Da hätten wir wahrscheinlich auf jeden Fall mehr zeigen müssen. Aber ich finde nochmal, um leider Gottes, wir sind Eintracht durch und durch Adler. Aber leider Gottes ist dann Bochum doch noch die Mannschaft von denen, die da im unteren Tabellenende waren, die leider Gottes vielleicht die stärkste Performance der letzten Wochen haben, muss man leider sagen. Hatte die Eintracht das auch, die stärkste Performance der letzten Wochen? Weil es gab ja viele Stimmen, die zumindest gesagt haben, in der zweiten Halbzeit war es leicht verbessert. Und ja, es gab ja zumindest Torraumszenen, will ich es mal sagen. Die Frage ist, verbessert zu was? Weißt du? Also die zu erste den letzten Halbzeit, Wochen. Die erste, okay, zu den letzten Wochen, weil die erste Halbzeit zu toppen ist ja nicht schwer. Das ist ja, also den Aufwärtstrend habe ich jetzt nicht gesehen unbedingt, ehrlich gesagt. Ich habe halt wirklich so nach dem 1-0, das war schon so, Bochum hatte schon ein paar Chancen gehabt und dann dachte ich so, das 1-0 fällt und dieses erkämpfte 1-0 fällt und dann dachte ich so, ja, so jetzt geht's los, vielleicht ist das dieses Ding, was wir jetzt gebraucht haben. Und dann fällt drei Minuten später so ein dummes Ding, weißt du, so fast noch in den Jubelgesang rein so und dann denkst du so, ja okay, so ein Scheiß, aber wir haben ja noch Zeit. Ja, die Eintracht ist 1-0 in Führung gegangen. Mamouche war endlich wieder da. Ja, Dino Toppmöller hat ja auch auf ihn gewartet. Hatte Bock, dass er wieder da ist, weil er so eine andere Energie reinbringt. Dann kriegen wir das zweite Kind diese Saison bei Sascha Kalajdzic, beziehungsweise bei seiner Lebenspartnerin. Und dann hatten wir schon wieder nur eine Stimme. Also die Startaufstellung war dann quasi ohne Neuzugänge. Und dann hast du gedacht, okay, das hat in der Hinrunde nicht unfassbar viel Durchschlagskraft gebracht, aber zumindest eingespielt sollten die einigermaßen sein. Und Mamouche und Chevy waren endlich wieder in der Startelf. Also der Vibe vom Spiel war schon so, dass ich dachte, ey, die Mannschaft hat nach dem Köln-Spiel auch kommunikativ gezeigt, die wissen, was los ist. Also es ist nicht so, dass wir Ausreden bekommen haben, sondern es war klar, ey, das Ding in Köln geht eigentlich nicht und die Eintracht muss jetzt aufpassen, dass die nicht den Anschluss verliert, beziehungsweise dass die Stimmung nicht kippt und alle sind unfassbar motiviert vor diesem Bochum-Spiel. Dann hast du es gesagt, dann kam Bochum plötzlich in dieses Spiel rein, ich dachte, hat die Eintracht es gerafft und dann hat mir dieses, meiner Meinung nach, in dem Zeitpunkt Glück zu sagen, okay, Bochum ist vielleicht gut im Spiel, aber du erzwingst dieses Tor. Und du erzwingst dieses Tor ja auch. Weißt du, er kämpft das Glück. Ja, du erzwingst dieses Tor. Und ich meine, dann geht die Eintracht 1-0 in Führung. Eigentlich hattest du ja dann alle Zutaten zu sagen, ey, boah, vielleicht wird das jetzt endlich dieses Spiel, wo die Eintracht vor heimischem Publikum, du hast es angesprochen, vor der Stimmung auch so ein bisschen wieder die Fans mit in die Saison rein. Dass es jetzt platzt und dann fällt dann dieses Bogending da rein und die Eintracht ist wieder komplett raus. 1-7 Torschüsse in der ersten Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit haben sie dann angefangen, wirklich diese Strafraumszenen zu haben, Torchancen zu kreieren. Aber es waren auch nur 45 Minuten. Nur 45 Minuten in der zweiten Halbzeit, noch nicht mal die kompletten Zeit. Genau, würde ich nicht mal so unterschreiben. Es waren nicht mal 45 Minuten, es waren so 15. Weil wenn man bedenkt, Bochum hatte dann in der zweiten Halbzeit auch noch mal zwei, drei, für mich sind das hundertprozentige Torchancen. Beide Mannschaften, es kann 4-4 stehen, es kann aber auch 4-1 für Bochum stehen. So.
Und da fehlt mir diese Spielidee einfach, so irgendwie zu sehen, okay, was wollen die, du hast kein, da gibt's gar nichts, kein Konstrukt, keine Spielidee, kein, du hast gesagt, unsere drei vom Afrika-Cup waren wieder da und diese drei sind halt für mich so das wichtigste Element. Man wusste, als sie den Kalajdzic verpflichtet haben, ja, der kriegt jetzt so in den nächsten Spielen ein Kind. Das ist unterwegs. So, zu unserem Glück ist es genau da passiert, wo man eigentlich diese zwei vorne gebraucht hätte. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, es ist... Ja, ich will das mal aufgreifen, weil ich glaube schon, dass man Erklärungen finden kann. Du hast diese frühe Verletzung von Larsson, dann muss Van de Beek rein, das heißt, du hast da auch schon irgendwie dann basteln müssen. Dann hast du es angesprochen, ich glaube schon, dass geplant war, mit Kalajdzic und Marmoush irgendwie als Doppelspitze zu starten, dass man auch mal eine andere Wucht bekommt. Das ist dann kurzfristig passiert. Kurzfristig ist Trapp auch noch ausgefallen. Das heißt, du hattest vor diesem Spiel, was du halt selber dann auch ein bisschen aufgeladen hast, weil es ziemlich wichtig war, schon, sage ich mal, Schwierigkeiten. Nicht die besten Karten. So, also es ist nicht optimal gelaufen. Das kann man schon anführen, finde ich. Zu sagen, okay, gerade in der Situation, wo nicht das Selbstvertrauen da ist, wo das Selbstverständnis nicht da ist, wo die Eintracht sich findet, dann solche Dinge noch dazu, plus die zwei roten Karten, die ja auch zu Sperren geführt haben. Das heißt, die Spieler waren auch nicht da. Das heißt, im Endeffekt hast du schon das Gefühl gehabt, okay, die Voraussetzungen sind nicht ideal. Also es war nicht so, dass du dachtest, ey, wir können aus dem Vollen schöpfen, wir müssen jetzt alles abschütteln, sondern da wurden halt neue Schwierigkeiten uns in den Weg gelegt. Aber ich will trotzdem sagen, das muss trotzdem dann anders aussehen in der ersten Halbzeit, meiner Meinung nach. Also ich finde, die erste Halbzeit, wenn wir die jetzt mal gesondert noch betrachten, war das zu wenig, meiner Meinung nach. Gerade für die Situation, in der wir sind, oder? Vielleicht aber auch, weil die Spieler extrem... Am Ende des Tages, klar, wir meckern jetzt auch hier, wir sind immer noch Sechster, und aber nichtsdestotrotz sage ich so, diese Spielidee, so, das ist für mich so das Wichtigste, wenn du da oben wirklich auch mitspielen willst. Weil, jetzt seien wir doch mal ganz ehrlich, die Mannschaften hinter uns sind zu schlecht, um Punkte zu holen, um ranzukommen. Und vor uns, da Leipzig hat jetzt auch wieder, wir hatten wie schon wieder die Möglichkeit, das ist typisch Eintracht, wir haben die Möglichkeit, uns abzusetzen, irgendwie wieder einen größeren Vorsprung herzustellen. Und dann kommt genau wieder so etwas wie gegen den Mannschaften, die da unten sind. Und aber das ist doch genau, was gerade angesprochen wurde, was du gerade nochmal gesagt hast. Du bist jetzt wirklich von Woche zu Woche, musst du gucken. Und die einzige Konstante, die wir jetzt hatten, muss man auch wieder in dem Spiel sagen, war Mario Götze, der dann, glaube ich, drei Positionen gespielt hat am Ende. Das ja? War wild, ne? Also du, ich habe auch, wir haben einmal geguckt, dann stand er irgendwie als Stürmer da und plötzlich war er Libero. Und ja? Hast du gedacht, okay, was ist hier plötzlich los? Ja. Also ich fand es auch interessant zu sehen, wo Hugo Larsson am Anfang, als er noch gespielt hat. Also das war schon so ein System, wo du dachtest, okay, das verändert sich jetzt schon wieder. Also das war wirklich so, dass ich dachte, okay, es ist auch viel Chaos reingekommen. So, du hast dieses System, du hast diese ganzen personalbedingten Wechsel. Trotzdem so diese erste Halbzeit, um die jetzt mal abzuschließen, wurde ja mit Pfiffen in die Halbzeit begleitet. Zumindest vereinzelt. Vereinzelt. Geht halt gar nicht. So, darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Also man kann Kritik üben, aber ich weiß nicht, ob es angebracht war in der Halbzeit zu pfeifen. Habt ihr gepfiffen? Keine Meter, ich pfeife nie. Du hast gepfiffen? Nein. Ja, auch nicht, ich auch nicht. Also, ich habe mir vor Halbzeit Pfiffen Wasser geholt. Ja, aber das ist letzten Endes wieder, da sind wir wieder beim Thema. Was ist der Anspruch, was ist die Realität? Ne? Du bist halt jede Woche gezwungen, dann vielleicht eine neue Mannschaft da teils hinzustellen. Klar ist der Anspruch da, die Qualität ist innerhalb der Mannschaft. Ja? Dann hat Krösche, glaube ich, gesagt, Ekitike ist ein Spieler für die Zukunft. Oder ich glaube, Topmüller hat es gesagt, ist ein Spieler für die Zukunft. Der hat wochenlang oder monatelang konnte er überhaupt nicht trainieren. Van de Beek hat auch in Manchester lange, lange auf der Bank gesessen. Also wir haben einfach auch jetzt noch eine Mannschaft, wo wir Potenzial haben, aber die Spieler noch gar nicht in ihren Ligen, wo sie waren, wirklich dann auch von Anfang an performen konnten. Das sind einfach Spieler, die brauchen ihre Zeit. Und jetzt, ich habe es damals, als wir das erste Mal da waren, vor ein paar Monaten, da war von Götze noch gar nicht zu sprechen. Da haben wir gedacht, wo setzen wir Götze jetzt ein? Weil die Mannschaft ist so, wie sie stand, gefestigt. Und jetzt ist Götze so die einzige Konstante, weil das war eigentlich Trapp, Götze. Um das Konstrukt wollte man die Mannschaft am Anfang des Jahres bauen. Und jetzt ist kurzfristig Götze Trapp ist dann ausgefallen, kurzfristig. Ja. Und dann spielst du aber auch mit einem Kral ganz anders. Kral sagt selber, die ersten 10 Minuten ja, war ich komplett neben der Kappe. Ich war völlig neben der Kappe, 10 Minuten. So, und natürlich kriegt das, jeder Vordermann kriegt das ein bisschen mit und sagt dann auch, wie kommen wir jetzt langsam ins Spiel? Wie du sagst, dann Hugo Larsson fällt aus. Und dann kann selbst, ich sag selbst ein Pep Guardiola oder ein Ancelotti oder wie sie heißen, Star-Trainer, hätten das vielleicht gar nicht anders ausbaden können. Also da kann man jetzt, finde ich, auch nicht unbedingt immer auf Topmeller dann rumhacken. Der muss halt auch innerhalb von Minuten wirklich reagieren und sagen, ja, wen setze ich jetzt ein? Man wollte, glaube ich, zwischendrin Marmoush sogar auswechseln und hat dann Larsson dafür aber auswechseln müssen. Also wie reagierst du dann als Team? Ne? Ja, wie reagierst du als Team, ist eine gute Überleitung zur zweiten Halbzeit, weil ich fand, dass man dann in der zweiten Halbzeit, zumindest, du hast vorhin gesagt, so, da gehen die Meinungen auseinander, manche sagen 5, ich sag 10, du sagst 15, Minuten hatte, wo man wirklich
das volle Bewusstsein und das volle Gefühl hatte, zu denken, okay, jetzt hat die Eintracht verstanden. Diese ganzen chaotischen Dinge aus der ersten Halbzeit, die dich zu Recht und vielleicht auch berechtigt irgendwie aus dem Tritt bringen können, sind jetzt weg und wurden abgeschüttelt und die Eintracht ist zusammen mit dem Publikum im Spiel. Ich hatte wirklich fünf Minuten das Gefühl, als es diese Szenen gab, wo es Torchancen gab, wo die Eintracht sich wieder den Ball erobert hat. Du hast das Gefühl gehabt, ey, vielleicht brennt jetzt hier so ein bisschen dieses Feuer, was dann am Ende... Die Kurve gerade gebrannt und es war nämlich genau in diesem Moment, habe ich hochgeguckt, weil ich war auch so voll dabei und dann gucke ich 66. Minute und dann habe ich so gedacht, wie lange hält das jetzt an? Und ich glaube, es ging genau das bis war ja der 72. Vogelwild, ne? Also so es wirklich ging, so. Ging genau sechs Minuten. Aber es hat Bock gemacht, oder? Ja, extrem Bock gemacht. Genau, ja, wieder, hey, wenn wir in dieser Euphorie jetzt ein Tor geschossen hätten, hätten wir gewonnen. Genau, das ist genau weißt das. Alter. Aber das ist halt, das fehlt halt dir dann das Glück. Weißt du, das hat dir dann, oder halt der Stück, der dir dann halt dann nochmal eindrückt. Nein, das war schon jede Menge, also bei den Chancen, wenn du an die Chance von Pacho denkst, wenn du an diesen Karate-Tritt von Knauf denkst, genau, so, den meine ich, ja. Ey, das Ding will dann halt auch einfach nicht rein. So, das Ding geht dann halt auch einfach, es geht nicht, geht nicht rein. Fünf Meter. Ich sage ja, Patsch, oder das Ding von Ekitike da, wo er ihn querlegt zu Shaibi, so. Mhm. Das Ding geht da nicht rein. Links, noch ein Tor neben dran, aber er schießt rechts. Ey. Genau, da fehlt dann vielleicht auch das Quäntchen. Wo die nochmal querspielt und nicht direkt schießt. Obwohl ich da ja der Meinung bin, da hat Shaibi schon abgeschaltet, weil er sich dachte, komm, Hugo, das ist deine Aktion, da beendest du das. Das ist ein Straßenkicker, der denkt, komm Bruder, auf, knall das Ding da jetzt rein, jubel vor der Kurve, herzlich willkommen in Frankfurt, was geht ab, Alter, mit dieser Aktion, der Gegenspieler rutscht, der rutscht heute noch so, mach das Ding da rein, und dann kriegt er den Ball und hat, oh, okay, danke Bruder. Ja, es gab diese Minuten und wir haben gerade gemerkt, dass wir alle vier die auch gefühlt haben, diese Minuten, wo du dachtest, ey, und wie du es gesagt hast, wenn, oder du hast eben gesagt, wenn in dieser aufflackernde Euphorie, sag ich mal, das Tor fällt, glaube ich tatsächlich, dass es auch für die ganze Saison hätte eine Wirkung haben können. Zu denken, okay, die Mannschaft zusammen mit dem Publikum merkt, dass wir es erzwingen können, auch an so einem Tag, wo vielleicht viele Widrigkeiten drin sind, einfach dieses Spiel, ja, sich auf diese Art und Weise dann zu erkämpfen. Vielleicht Philipp Max hat es nach dem Spiel auch gesagt, dass das auch für die Mannschaft ein anderer Vibe war. Die hatten das Gefühl, okay, das ist das, was wir bringen müssen, wenn es vielleicht spielerisch noch nicht komplett rund läuft, aus den Gründen, die du genannt hast. Die sind auch nachvollziehbar. Es sind noch nicht alle Spieler lange da. Und die Neuzugänge in der Winterpause auch noch nicht. Und wir haben im Umbruch, das ist alles richtig, was die Eintracht da auch kommuniziert. Das hätte wirklich in dieser Situation sich auflösen können. Hat es aber nicht. Und da kommen wir jetzt zu diesem Punkt, wo ich denke, okay, dann lässt die Eintracht sich ja schon leicht verunsichern, weil am Ende war es gefühlt für mich so, dass Bochum eigentlich die Mannschaft war, die dann dieses Spiel hätte gewinnen müssen am Ende, weil die Chancen gegen Ende waren dann eher auf Bochumer Seite. Das wäre wieder dieses typische Fußballgesetz gewesen. Weißt du, wenn du deine Dinger nicht machst, wirst du am Ende bestraft. Ist alles klar, Odo Latte. Ja, genau, aber so ist es. Weißt du, das ist so total bescheuert. Und dann, wenn eben jetzt diese Euphorie, die wir jetzt hatten, das ist doch ein Geben und ein Nehmen. Was war zuerst Huhn oder Ei? Weißt du, natürlich, das gab diese eine Chance. Klar, oder? Huhn oder Ei? Das war diese erste Chance, weißt du, die gekommen ist. Und dann war so, das war gerade so ein geiles Lied. Und dann wurde die Kurve immer lauter. Und das kam diese Euphorie auf, wo du merkst, so, das Stadion ist da. Und dann passiert's nicht. Und dann hören sie so nach 6-7 Minuten auf. Oder vielleicht hat Bochum da wieder die Chance. Ich habe das Spiel, wie gesagt, ne, ich stehe vorne, ich weiß es nicht genau. Aber so, und dann denkst du dir so, ey, warum macht ihr das nicht länger? Ihr merkt doch, wenn ihr drückt, wenn ihr wollt, wenn ihr kämpft, da den einen Ball noch unbedingt vor der Ecke holen oder so, weißt du, dann ist das Stadion doch da. Und wenn du aber dann wieder in dieser Euphorie dann wieder so zwei, drei Konter, wo du dann wieder Glück hast, oh mein Gott, den hätten jetzt auch, dann kommst du erstmal wieder runter. Auch auf deinem Platz denkst du so, oh. Das kann auch ganz anders sein. Das ist genau das, was es hätte auch so sein können, das ganze Spiel über steht, wir schießen nicht das erste Tor, es steht 0-1 für Bochum und dann schießen wir am Ende das 1-1 und das dann sieht auch wieder die Stimmung wieder anders aus. Wir brauchen, glaube ich, diesen einen Moment, wo es so platzt. Ja. So diesen einen Moment so und den hattest aber du halt jetzt gegen Bochum nicht. Voll viel geredet in so. Weißt du? Ja, natürlich. So, aber ja, du brauchst diesen einen Moment, weißt du, wenn so, ich sage ja, dieser Karate-Tritt von Knauf, wenn der reingeht, ne? Alle, dann wackelt oder das Ding halt von verstehst du, was ich meine? So. Oder das von Ekitike, wenn so ein Ding reingeht,
Aber ich dann will hast halt du diesen sagen, einen Schub so. Was ich am Anfang gesagt habe, also ich will den Gegner auch gar nicht stark reden oder ich will auch das untere Drittel da nicht stark reden. So, ne? Sonst kommt es ja immer so, ey, ihr redet immer, auch die Trainer reden ja immer oft dann die Gegner stark, hey, da ist trotzdem gar starker Gegner, der da kommt. Nein, die Ansprüche sind jetzt mittlerweile anders bei der Eintracht. Genau. Wir wollen halt wirklich sagen, dass es nicht mehr dieses typische Eintracht-Ding ist, was wir immer jahrelang hatten, Aufbaugegner Eintracht Frankfurt. Das muss abgelegt werden und dieser Geist muss raus. Ne? Wir reden dann immer von diesem Geist oder von unserer launischen Diva. Der muss halt mal weg, da bin ich auch bei jedem Fan, bei jedem, auch im Umfeld von der Eintracht, absolut. Ne? Aber wie gesagt, nochmal, Bochum hat halt seit Wochen, die haben auch nicht damit zu kämpfen, dass dann irgendwie eine monatelang eine neue Mannschaft da stehen muss, wieder ein Umbruch stattfindet. Die können in ihrer Konstellation seit Monaten so spielen, dass die auch Glück hatten in manchen Spielen. Ne? Brauchen wir auch nicht drüber reden. Und deswegen sage ich ja, also das, was jetzt stattgefunden hat, war einfach auch Umstände, die wirklich unglücklich waren, auch auf unserer Seite. Und wie der Bene schon gerade auch wieder sagt, es hätte auch ganz anders gehen können. In den paar Minuten schießt es 2-1, auf einmal schießen die das 2-2 und was wäre dann gewesen? Ja? Oder die schießen das 2-1 und dann hätten wir wieder eine ganz andere Situation. Ich glaube, dann wären auch die Pfiffe lauter geworden. Wir schießen das 1-1, wir rasten komplett aus, Jubel, ich sag so, und jetzt mauern. So dumm, weißt du? Ich sag, und jetzt mauern. Hätten wir mal gemauert alle, weißt du, dumm gesagt. Nein, natürlich, das will ich jetzt nicht sagen. Aber es ist wieder so typisch, es ist dann so ein dummes Ding. Und im ersten Moment dachte ich sogar noch, der Trapp hat den gehalten. Der Trapp hätte den gehalten. In der Wiederholung habe ich dann gesehen, der Trapp wäre da auch nicht reingekommen. Also meiner Meinung nach. Ja, dieses abgefälschte Foto. Ja, aber da kannst du das Unglücklichste, was hier passiert. Nein, ich spiele jetzt nichts gegen gerade. Genau, das ist eine Glücksgeschichte. Der hält den Fuß dann so hin und der geht so in der Bogen. Das zieht sich aber seit Wochen doch. Vor allem gegen diese Mannschaften, die da unten stehen. Wie du es gesagt hast, wir reden diese... Basti hat es so oft schon gesagt. Schon wieder bei diesem leichten Startprogramm. Und das ist es. Und da lasse ich mir auch nichts anderes erzählen. Die Punkte liegen. Wir reden diese Mannschaften da unten, die 12 Punkte haben, stark, und wir sind da oben drinnen. So, das darf es einfach nicht mehr geben. Weil jeder Gegner, bei dem es schlecht läuft, seit Jahren, seitdem ich Eintracht Frankfurt kenne, und das mein ganzes Leben lang schon, freut sich jeder Gegner, bei dem es schlecht läuft, wenn er gegen uns spielt. Ja, bei Köln haben wir es ja auch geschafft. Und ich glaube, da kommen wir auf die Spiele. Ist so. Wir schließen die Bewertung von dem Spiel jetzt mal so ein bisschen ab und gucken, was wir aus diesem Spiel rausziehen können. Weil am Ende war es bei mir so, als ihr jetzt angefangen habt, so die Gründe zu nennen, ich verstehe die alle und die Eintracht hat die auch genannt. Und Dino Topmann hat vielleicht auch zu Recht genervt reagiert, als er auf die Pfiffe angesprochen wurde und die Erwartungshaltung hat Markus Krösch dann auch mal angesprochen. Ehrlich gesagt, merke ich da bei mir, dass es mich sauer macht. Weil ihr redet auch so, die Eintracht redet so, du hast es eben so ein bisschen in einen anderen Drive gebracht und den fühle ich eher. Weil natürlich kannst du dieses Spiel gegen Bochum so haben, kannst du aber auch nicht haben. Und du kannst es auch erzwingen, vielleicht musst du es auch erzwingen, wenn du die Spiele davor so hattest. Die Eintracht hat jetzt wieder gegen diese vier Gegner gespielt und hat wieder nach jedem Spiel gesagt, boah, die waren aber auch unbequem. Ich kann es nicht mehr hören. Jetzt reg ich mich doch wieder auf. Es geht nicht. Ich kann das wirklich nicht mehr hören. Das hat nichts mit Disrespect von den Gegnern zu tun. Nein, das so. Es hat nicht damit zu tun, dass ich die Leistung von Köln, Mainz, Darmstadt und jetzt von Bochum schlecht reden will. Die haben ihre Mittel, genau, das hat mit dem eigenen Anspruch zu tun, den du hast. Und das hat auch mit einer Mannschaft zu tun, die du trotzdem zur Verfügung hast. Genau. Bei allen Dingen, die wir noch nicht haben, wir reden gleich nochmal über einen unfitten Etikette, haben wir trotzdem Spieler auf dem Platz, die in der Lage sein müssten, am 21. Spieltag, und das war auch eine Aussage von Krösche, die mich unglaublich irritiert hat, der sagt, Leute, Leute, locker, wir haben noch nicht den 30. Spieltag. Das ist verarschen. Was soll denn das heißen? Oh, jetzt haben wir den 30. Spieltag, jetzt sind noch vier Spieler. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt schützen wir dich. Also ich glaube, dieses Bewusstsein, und dabei bleibe ich, und das haben diese vier Spiele jetzt gezeigt, dieses Bewusstsein, wie wichtig diese vier Spiele sind, war bei Eintracht nicht da. Das war bei der Mannschaft nicht da. Das war dann vielleicht irgendwie beim Coach nicht da, weil er es nicht rüberbringen konnte. Vielleicht konnte er es nicht rüberbringen. Vielleicht sind die Neuzugänge, die gekommen sind, auch noch nicht schnell genug Hilfen. Also wo der Fehler liegt, ist mir ehrlich gesagt egal. Das muss die Eintracht rausfinden in der Kommunikation untereinander. Mannschaft, Trainer, Vorstand, Sportmanagement, alle Leute, die Einfluss darauf haben, wann welcher Spieler kommt, welcher Spieler gebraucht wird. Es muss rausgefunden werden, warum das so war. Und für mich ist die Möglichkeit, jetzt so eine krasse Saison zu spielen, jetzt schon weg. Weil die hättest du mit diesen Spielen gehabt. Cool, wenn du diese, wenn du 9 Punkte aus diesem, oder eigentlich musst du, Steilvorlagen bekommen. Du, wenn du eigentlich, ganz ehrlich, du spielst in Darmstadt, das musst du gewinnen, es tut mir leid. Du musst in Köln gewinnen, es tut mir leid. Und du musst auch souveräner und anzündender gegen Mainz spielen. Und wenn du dann diese Spiele so gestaltet hast und dann gegen Bochum jetzt spielst und das Spiel auch gewinnst, dann bist du fett drin. Und dann kannst du all diese Widrigkeiten, die jeder Club in der Bundesliga übrigens auch hat, viel, viel besser auch
lösen, wenn der Flow da ist. Aber der Flow ist nicht da. Und das muss man sich gefallen lassen. Und ich finde, die Eintracht reagiert da ein bisschen zu dünnhäutig. Die sagen, ja, die Erwartungshaltung ist viel zu hoch. Ich verstehe gar nicht, dass jetzt schon dieser Abwehrmechanismus reinkommt bei den Interviews, weil eigentlich müsste die Eintracht noch unzufriedener sein als wir. Ja. Die Eintracht müsste unzufriedener sein, denken, fuck, Alter. Du hast schon gesagt. Wir wollen. Freiburg verliert jetzt in der Hinrunde öfter. Ja. Leipzig kommt nicht in die Spur. Dortmund hatte vor diesen letzten Spielen auch seine Wackler drin. Ja. Das heißt eigentlich das, wo du denkst, okay, jedes diese Mal Chance wird Elber wiederholt. Nein! Er wird jedes Mal so, wiederholt. Und dann hast du jetzt wieder die Chance. Und jetzt gehst du wieder nur einen Punkt. Du gehst wieder nur einen Punkt raus. Und ich glaube, was die Eintracht verstehen muss, dass es auch unglaublich schwer fällt, im Gesamtkontext dieser Spiele dann, die Punkte zu sehen, beziehungsweise dann im Einzelspiel Bochum zu sagen, okay, klar war die Eintracht gegen Bochum verbessert. Das ist aber auch gegenüber dem Mainz-Spiel nicht schwer. Ja, so, was soll das sein? So, das ist so, keine Ahnung, Adi. Das ist so, wie wenn du verpennst den ganzen Tag. Und am nächsten Tag sagst du, ja, ich bin aber hier wenigstens um 13 Uhr aufgestanden. Ja, aber herzlichen Glückwunsch. Und dann kannst du sagen, ja, mein Wecker hat nicht geklingelt. Das kann auch alles stimmen. Er macht mir Spaß. Nein, ja, weiß ich ganz genau. Rein hypothetisch. Weiß ich nicht ganz genau. Ah, okay, schon um 12 Uhr den Termin. Scheiß drauf, schnell, ich muss um 20 nach. Erst. Aber so ein bisschen wirkt es auf mich so. Und die Eintracht, ist steht, halt so, die Eintracht steht jetzt unter Druck. Und vielleicht ein Spieler, der diesen Druck lösen kann, ist Hugo Ekitike. Also ich finde, als er reingekommen ist, hat man gesehen, okay, der könnte schon mal einen anderen Vibe reinbringen. Wenn man dann noch denkt, oh, Marmoush und Kalajdzic sind dann auch da. Dann kann man Dino Topmüller verstehen, wenn er uns sagt, auch mit Baoya, dass er sagt, ey Leute, gebt mir die Zeit, bis diese Spieler da sind, dann könnte das vielleicht besser werden. Diese Fantasie habe ich auch. Ich glaube tatsächlich, dass man dann vielleicht in der Gesamtplanung dieser Transfers im Sommer und Winter einen Fehler gemacht hat, dass die nicht zumindest in Teilen dann früher da sein können. Ich weiß es nicht. Kann man jetzt auch irgendwie drehen und wenden, wie man will, weil es ist jetzt, wie es ist. Ich finde schon, um jetzt mal die Topmüller-Diskussion, die es überall auch in den Kommentaren gab, anzusprechen, schon so, dass es für mich noch genug Argumente für Dino Topmöller gibt und noch nicht genug Stichproben da sind, um endgültig zu sagen, wie das viele machen, dass er gescheitert ist. Das sehe ich nicht. Wie ist die Stimmung da bei euch? Nein, gescheitert ist er nicht. So, da ist es dann auch wieder dieses, wie sagt man, das sind dann diese Phrasen, die, mit denen ich tatsächlich mitgehe. Erstes Jahr von ihm, Umbruch. Gescheitert ist er definitiv noch nicht. Er muss jetzt aufpassen. Irgendwann liefern. Er darf auch nicht. Meiner Meinung nach in diesen Spielen auch schon liefern können. Ja, weil safe. Die Chancen waren safe. Ziemlich gut. Die Chancen waren ziemlich nicht. Die Chancen waren 100% da. Wie du schon sagst, der Elfmeter wird immer wiederholt. Er schießt immer wieder drüber. Immer wieder. Nein! Und immer wieder darf derselbe nochmal schießen. So. Komm, schieß nochmal. Aber. Manche Aussagen, zum Beispiel auch jetzt diese Ekitike-Aussage mit, der Typ ist nicht fit. Das verstehe ich auch. Alter, der hat die letzten 4 Monate, die letzten Jahre mit Messi und Mbappé hat der Fußball gespielt. Die haben den nach seiner Verpflichtung so hingestellt, wie als wäre er so fit wie ich, in der C-Klasse so. Ja. Aber danke, Adi, dass du es machst, weil das war eigentlich das, bevor ich dann plötzlich meinem ADHS-Kopf Dino Topmüller hatte, über den ich auch kurz noch reden wollte, weil das für mich auch wieder eine weitere chaotische Merkwürdigkeit in dieser Saison ist. Du hast Neuzugänge geholt, dann können die aus verschiedenen Gründen nicht sofort helfen. Mit dem Gipfel, dass wir unglaublich gehypt waren, als Hugo kam. Ja. Und dann plötzlich wird uns gesagt, boah, der musste sogar ein U21-Spiel abbrechen. Wo man sich dann schon fragt, so, ey, hat man das nicht gewusst? Musste man das in Kauf nehmen? Ich habe keine Ahnung. Es ist trotzdem ein weiterer Mosaikstein in einem Chaos, was in meinem Kopf ist, wenn man an diese Eintracht-Saison denkt. Da bin ich aber bei dir, weil der Einzige, der dann wirklich jetzt aktuell sofort helfen kann, der jetzt auch ausgefallen ist, ist dann Kalajdzic. Und sonst kann keiner von denen wirklich direkt helfen, wenn man das so als Aussage von der Eintracht nimmt. Da bin ich bei dir. Ja? Van de Beek auf der Bank gesessen, Manchester United. Wie gesagt, ich gehe ja nur davon aus, was die Medien sagen. Oder ein Ekitike, der dann auf der Bank gesessen hat, monatelang nicht auf dem Level trainieren konnte. Und der Einzige, der dann wirklich jetzt helfen kann, ist dann Kalajdzic. Gut, der hat jetzt dann ein Kind bekommen. Da sagt man dann halt auch... Das wusste die Eintracht auch nicht vorher. Der Spieler, der jetzt sofort zündet. Wir brauchen jemanden, der jetzt dann entsprechend helfen kann. Also da bin ich bei dir. Die 30 Minuten von Hugo, die er gespielt hat, also ich gebe dem 2 Wochen. Die haben das so hingestellt, wie von wegen so, der ist erst in der Vorbereitung zur Winterpause nächstes Jahr erst topfit. Ja. So,
so wie der da Gas gegeben hat, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass der in zwei Wochen... Am Ende reden wir über Fußballprofi. Ja, eben, also, das und ist das es. Das ist die Sache, das ist denen ihr Job. Die kriegen dafür Geld, dass sie jeden Tag zweimal trainieren. Und selbst wenn du nicht zweimal trainierst am Tag, gehst du doch ein bisschen laufen. Du wirst doch nicht gleich zum Ronaldo El Fenomeno, Alter, wenn du jetzt zwei Wochen nicht trainierst, Alter. Weißt du? Du hast nicht gleich 10 Kilo Übergewicht oder so. Es sei denn, du hast dich nicht im Griff und dann darf ich dich als Profi nicht holen. Wenn ich sehe, der trainiert zwei Wochen nicht und hat direkt 20 Kilo Übergewicht, gibt's ja auch muss Tests ich die Finger vor. Von ihm. Da gibt es ja right? Tests vor. Genau. Und deswegen kann ich nicht verstehen, wenn du Fußball spielst selbst, also du ist doch egal, ob du fit bist oder nicht. Manchmal zwickt hier, zwickt da, du willst spielen, du hast Oberbock. Natürlich ist das ein Niveau, wo ich sagen kann, da musst du aufpassen, weil wenn aber dieser Typ sich verletzt. Ich glaube, da muss man, glaube ich, ein bisschen den Kontext sehen, warum die Eintracht das so kommuniziert, wie du gesagt hast. Vielleicht ja, genau, das ist, glaube ich, ein bisschen die Erwartungen dämpfen. Natürlich. Wir wissen auch nicht, warum er da nicht trainieren konnte. Und ich glaube, klar, du kannst, glaube ich, auch dich privat fit halten, wie du willst. Wenn du das Mannschaftstraining nicht hast, dann fehlt dir trotzdem diese Spielpraxis. Und dann musst du trotzdem, glaube ich, und das ist richtig, wenn die Eintracht es macht, den langsam ranführen, weil sonst verletzt er sich. Genau, das sage ich auch. Sonst verletzt er sich. Das heißt, die Eintracht hat uns quasi erstmal feiern lassen, geil, der Stürmer ist da, um uns dann aber zu sagen, Leute, rastet nicht komplett aus, habt nicht überbordende Erwartungen. Also auch hier betreibt die Eintracht wieder Erwartungsmanagement, hier meiner Meinung nach zu Recht. Und trotzdem bleibt es ärgerlich, weil du dann denkst, okay, wenn uns jetzt bei jedem Neuzugang erzählt wird, ja, das wird dauern, dann muss man vielleicht das Gesamtkonzept in Frage stellen, weil dauern. Es sind jetzt schon 21 Spiele gespielt und du hörst am 21. Spieltag dieselben Ausreden wie am 3. Und da frage ich mich schon, wenn zumindest in der Startelf, und ich weiß, dass Larsson sich dann verletzt hat und Van de Beek reinkam, aber wenn zumindest in der Startelf kein einziger Neuzugang steht, dann muss man schon sagen, okay, ich kann jetzt zwei Sachen aufmachen. Kann ich A sagen, okay, das ist derselbe unkomplette Kader wie in der Hinrunde, dafür kann der Trainer nichts. Oder ich kann sagen, yo, du kannst dich aber selbst mit diesem lückenhaften Kader, der jetzt am Anfang der Saison war und dann, da wir jetzt warten müssen, auch noch ist, trotzdem gegen diese vier Gegner, die du zum Start hast, mehr Punkte holen, als du das jetzt in der Gesamtzeit Hinrunde und Rückrunde gemacht hast. Die Eintracht hat unglaublich viele Punkte liegen lassen und es wird immer erzählt, warum das so ist, aber es wird nicht beseitigt. Und da frage ich mich schon, wie die Eintracht verwundert sein kann, dass das Umfeld ratlos ist. Und ich glaube, das ist es. Ich glaube nicht mal, dass die wütend sind, sondern wenn du mit Eintracht-Fans redest, hat irgendwie jeder nur so ein, ja, irgendwie weiß ich nicht. So, du weißt es nicht. Du bist nicht auf eine Sache sauer und schimpfst und Trainer und die einen stützen sich auf den, die anderen sagen Geduld, das ist auch alles okay. Aber das Hauptgefühl, was momentan da ist, ist so ein bisschen so, ja, keine Ahnung. Ja, natürlich, aber dann sagst du keine Ahnung, und dann ist ja 30. Spieltag. Ja. So ein bisschen, ich trage es trotzdem in mir. Ich finde es schade, weil ich glaube, dass die Eintracht selbst hier bis jetzt schon eine Riesenchance hat liegen lassen. Und das ist das Gefühl, was bei mir übrig bleibt momentan. Und dass viele chaotische Dinge passieren, wie, ja, dann holst du endlich diesen Stürmer, alle rasten aus, und dann sagst du, ja, aber der kann nicht mal bei der U21 durchziehen. Dann sagst du, ja, okay, und der muss auch noch, dann müssen wir hier noch warten, dann müssen wir da noch warten. Es fühlt sich an, als wenn das eine Saison des Wartens wird. Könnt ihr mir sagen, wie lange noch? Nee, keine Ahnung, aber jetzt vielleicht zum Damen einzuhalten. Vielleicht in die Krösche sagt. 30. Keine Ahnung. Bis zum 30. Gibt's noch schreibt über die Kommentare, wie lange wir noch warten müssen. Und lasst mal ein Like da für meine Rapper-Crew hier. Und du wolltest auch noch überlegen, ein paar Abschlusszentren. Du machst jetzt hier 12 Punkte aus den letzten 4 Spielen. So, Dortmund, Parks, Leipzig. Da muss ich abbrechen. Ja. Das habe ich mir so oft die ganze Zeit schon überlegt. Das bringt ist aber nichts. Dann, genau, ist hey, dann das besser? Ist so wie, dann das, bin das ich auch wieder bei dir gelandet. So. Ja, stell dir mal vor, ich hätte das auch noch gemacht. Stell dir mal vor, ich hätte meine ganzen Songs rausgebracht. Nein! Hätte Harry Bogart seine ganzen Songs rausgebracht, hätte er jetzt schon ein erfolgreiches Album. Hätte, Fahrradkette. Aber diese Erwartungshaltung, die wäre ja noch viel größer geworden. Ich will das nicht mehr hören. Ich will das nicht mehr hören, stell dir mal vor. Ja. Ich will mir nichts mehr vorstellen. Nein, weißt du, was ich damit sagen will? Weißt du, ich will ein, das hat mir auch schon oft das Thema. Ich will einen Ballon, der dafür ausgelegt ist, nicht ein Heißluftballon zu sein. Weißt du? Will ich nicht aufpusten, bis er fliegen kann. So, verstehst du? Jetzt musst du das nachvollziehen. Nein, ihr wisst... Da muss ich jetzt mal nachdenken, oder? Weißt du schon? Okay. Lass es auf der Zunge zergehen. Lass es euch auf der Zunge zergehen. Und heute Nacht werdet ihr aufwachen um 4 Nacht und dann werdet ihr... Er hat vollkommen recht. Schreibt ihr mal in die Kommentare, wann wir nach euch die Erkenntnis gekommen ist. Wir gehen mal mit dieser Hausaufgabe, ist jetzt neu bei Fußball, mal schauen, was für mit dieser Hausaufgabe gehen wir raus. Ihr merkt, auch heute war es chaotisch. Wir können uns diesem Thema nicht nähern. Wir müssen die nächsten Wochen abwarten. Jetzt ist bald der Europapokal. Wir werden uns aus Belgien melden. Ich und Heike werden vor Ort sein. Dann mal gucken, was da passiert ist. Was geht ab, Freunde? Diesen Freitag, 16.02. im Bett Frankfurt. Adlernacht, Volume 1, wir freuen uns drauf. Zusammen mit dem weißen Brasilianer Ansgar Brinkmann, Psar und Maxwell Wendler. Kommt vorbei, wir freuen uns. Ja, und wer
mehr sehen will von diesem Bochum-Spiel, kann sich hier reinklicken. Hadi Bogart und ich haben probiert, dieses Spiel zu kommentieren. Es gab ja zumindest die eine oder andere geile Szene. Zumindest Oma Mamus ist wieder da. Klickt euch hier rein, besucht die Assis mit Herz im Bett und klickt und macht und tut und überhaupt. So, die Eintracht macht jetzt mal was.